So, hallo. Willkommen zu meinem persönlichen Albtraum. Talk bei der Republika, die Hütte ist voll und ich stehe mit dem Taxi im Stau. Großartig. Habt vielen Dank, dass ihr da geblieben seid. Mein Talk heute vom Online-Buchhändler zum Städtebauer. Los geht's. Im September 2017 stand bei Amazon auf einmal ein Truck vor der Tür. Auf dem Truck ein 6,5 Meter großer Kaktus, ein Geschenk der Stadt Tusken aus Arizona. Gleichzeitig hat sich die Stadt Charlotte in North Carolina überlegt, einen Amazon-Feiertag einzuführen. Kansas City in Missouri hat einen Bürgermeister, der 1000 Produkte bei Amazon gekauft hat, sie alle bewertet hat, ihnen allen eine 5-Sterne-Bewertung gegeben hat und ein Unboxing-Video zu allen 1000 Produkten gedreht hat. In Stonecrest, Georgia, ist man auf die Idee gekommen, dass sich der Ort auch einfach gleich in Amazon umbenennen könnte. Was ist hier los? Die Antwort: Im Jahr 2017 hat Amazon beschlossen, ein zweites Hauptquartier, genannt HQ2, zu eröffnen. Jetzt wäre Amazon nicht Amazon, wenn sie sich einfach eine Stadt ausgesucht hätten, sondern Amazon hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. Es ging um HQ2 und 50.000 Jobs, so das Versprechen. Über 200 Städte in den USA und in Kanada haben sich auf diese Ausschreibung beworben. Als Gegenleistung für diese versprochenen 50.000 Jobs haben sie jede Menge sensible und wertvolle Daten an Amazon übergeben, zu Demografie, zu Wirtschaft, zu Infrastruktur. Sie haben sich ein Wettrennen geliefert mit Subventionen und Steuererleichterungen, die sie versprochen haben, ein Race to the Bottom. Und sie haben sich gehörig zum Affen gemacht, wie wir gerade gesehen haben, mit allerlei witzigen Aktionen und Anekdoten, mit denen sie versucht haben, die Aufmerksamkeit von Amazon auf sich zu ziehen. Amazon hat dann diese ganzen Daten, die sie bekommen haben, eine Weile lang ausgewertet und haben letztendlich eine Shortlist mit 20 Städten erstellt, die sie in die nähere Auswahl genommen haben. Von diesen 20 Städten wurden dann letztendlich vergangenes Jahr zwei Gewinner bekannt gegeben: Long Island City, das ist in Queens, New York, und Crystal City, das ist ein Vorort von Washington, D.C. Was ist Amazon? Eine recht triviale Frage, wird der eine oder andere vielleicht sagen, ein Online-Händler. So ganz richtig ist das allerdings nicht. Wenn man sich die Gewinnzahlen von Amazon anguckt, ist Amazon eigentlich vor allen Dingen ein Cloud-Computing-Anbieter. Im vergangenen Jahr 2018 hat zum operativen Gewinn von 10,1 Milliarden US-Dollar der Cloud-Computing-Service AWS, Amazon Web Services, 7,3 Milliarden Euro beigetragen. Auf AWS sind alle möglichen Kunden gehostet, die wir so im alltäglichen Online-Leben benutzen. Dazu gehört Netflix, Dropbox, Tinder, Fortnite. Aber auch die NASA ist dort, 80% der deutschen DAX-Firmen sind dort. Und auch die Bundespolizei hat die Daten, die sie über ihre Bodycams aufnimmt, mittlerweile bei AWS gespeichert. Der Punkt, auf den ich heute aber hinaus will, ist, dass Amazon mittlerweile auch ein Städtebauer oder zumindest ein Städteveränderer geworden ist. Dazu zunächst ein Blick in die Heimatstadt von Amazon, Seattle. In Seattle belegt Amazon mittlerweile rund 20% der örtlichen Büroflächen. Erst kürzlich hat die Firma einen neuen innerstädtischen Campus aufgebaut, inklusive dieses schicken neuen Gebäudes, genannt The Spheres. Dieser Campus hat rund 4 Milliarden Dollar gekostet. Diese ganze Entwicklung in Seattle kommt nicht umsonst für die Stadtbevölkerung. Die Wohnkosten lagen im Landesdurchschnitt 2012 13% über den USA-weiten Zahlen. Mittlerweile sind es 135%. Es gibt 12.500 Wohnungslose in Seattle. Zum Vergleich, Berlin mit 4 Millionen Einwohnern hat, genau weiß man es nicht, plus minus 10.000 Wohnungslose. Seattle hat ungefähr 750.000 Einwohner.
Um dem abzuhelfen, hatte die Stadtverwaltung in Seattle eine Idee. Sie wollte eine Vermögenssteuer einführen für Unternehmen. Ab einer gewissen Größe und pro Kopf sollten dort rund $275 pro Mitarbeiter pro Jahr fällig werden. Insgesamt eine Summe von rund 50 Millionen Euro wäre dann zusammengekommen, die in Sozialwohnungen und in Projekte für Obdachlose investiert werden sollte. Diese Resolution wurde auch verabschiedet, gegen enormen Druck von Amazon, und einen Monat später wieder zurückgezogen, eben aufgrund diesen Drucks. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, aber irgendwas wird Amazon doch sicherlich auch tun für die Stadt Seattle. Das ist richtig. Amazon verschenkt Bananen. Mit diesem Banana Community Stand verteilt Amazon jeden Tag ein paar tausend Bananen, nicht nur an Amazon-Mitarbeiter, sondern an jeden, der vorbeikommt. Auch das ist nicht ganz ohne Folgen. Der lokale Bananenmarkt ist quasi zusammengebrochen. Gemüsehändler und so weiter setzen de facto keine Bananen mehr ab. Die umliegenden Restaurants hatten jetzt das Problem, dass sie teilweise Menüs, die irgendwas mit Bananen zu tun hatten, von der Karte nehmen mussten, weil die keiner mehr gekauft hat. Und sie dürfen ständig Bananenschalen wegräumen, die so auf den Tischen liegen geblieben sind. Bereits seit längerem steht Amazon bekannterweise in Kritik dafür, dass sie den stationären Handel in Innenstädten verdrängen. Das führt zu Verödung und Funktionsentleerung von Städten, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, in der ganzen Welt eigentlich. Und interessanterweise experimentiert Amazon aber gleichzeitig mit allerlei Offline-Angeboten und Ladenkonzepten. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie die Bioladenkette Whole Foods gekauft haben. Das heißt, dass ich jetzt bei Whole Foods neben Tofu-Bratlingen und Bio-Guacamole auch Amazon Echo kaufen kann. Es gibt Amazon Fresh, das ist auch in Berlin, glaube ich, mittlerweile verfügbar, wo man sich Lebensmittel nach Hause liefern lassen kann. In den USA gibt es das auch als Drive-Thru. Kann ich ans Fenster fahren und kann mir meine Lebensmittel ins Auto reichen lassen. Interessanterweise hat Amazon auch eine Buchladenkette mittlerweile. Also erst haben sie die Buchläden kaputt gemacht, jetzt haben sie mittlerweile eine eigene Buchladenkette. Und in dieser Buchladenkette gibt es sogenannte Shelf-Tags. Das heißt, jedes Buch ist mit einem solchen Tag versehen, das ich mit der Amazon-App einscannen kann. Und auf diesen Tags stehen Bewertungen aus dem Online-Shop. Es gibt immer ein Rating, aber keinen Preis. Die Idee dahinter ist, dass Amazon verschiedenen Kunden verschiedene Preise anbietet. Das Angebot richtet sich vor allen Dingen an Amazon Prime-Kunden, die hier reduzierte Preise bekommen, die ungefähr dem Online-Preis entsprechen. Und wenn ich kein Amazon Prime-Kunde bin, dann zahle ich einen höheren Preis. Mittelfristig ließe sich diese Diskriminierung sogar noch weiter treiben, dass sich unterschiedlichen Kunden aufgrund von Interessenslage oder zur Verfügung stehendem finanziellen Hintergrund verschiedene Preise anbiete. Und natürlich greift hier Amazon an dieser Stelle jede Menge interessante Daten über die Kunden ab. Wer interessiert sich für welches Buch? Wer geht vielleicht wo, wie oft zu welchem Buch? Und so weiter. Dann gibt es noch Amazon Go. Das ist eine neue Supermarktkette von Amazon, bis jetzt auch nur in den USA, wo es keine Kassen im klassischen Sinne mehr gibt. Das heißt, ich packe mir einfach meine Waren in den Einkaufskorb und gehe einfach raus. Also es ist nicht so wie bei Rewe oder anderen Supermärkten hier mittlerweile, wo ich dann händisch die Sachen scanne, sondern ich gehe tatsächlich einfach raus. Und das Smartphone mit der aktivierten Amazon-App erkennt dann, welche Produkte ich mir in den Einkaufskorb gelegt habe und was ich eingekauft habe. Dann gibt es noch Pop-up-Geschichten. Das unten ist zum Beispiel eine Sache, die kürzlich am Kurfürstendamm stattgefunden hat im Dezember, wo Amazon für kurze Zeit in Ladenlokale reingeht und dort Space as a Service betreibt. Das heißt, sie bieten Kunden eine begrenzte Ladenfläche an. Meist sind das Kunden aus dem Hightech-Bereich, die dort ihre Produkte haptisch zur Verfügung stellen. Das heißt, ich habe nicht länger das Problem, dass ich ein Produkt bei Amazon nur sehen kann, sondern ich kann dorthin gehen, ich kann es anfassen, ich kann es ausprobieren.
So, die Frage ist jetzt, warum macht Amazon das? Und hier fehlt eine Folie. Amazon macht das, weil sie Interesse daran haben, noch weitere Daten abzugreifen. All diese Ladenkonzepte sind letztendlich darauf ausgelegt, das Konzept, was sie online betreiben, in die Offline-Welt zu übertragen. Das heißt, Daten über Kunden zu sammeln. Auf Netzpolitik.org war kürzlich zu lesen, dass ich, wenn ich in einen Supermarkt gehe, beispielsweise wie der Rewe, und dort ein WLAN-Netz zur Verfügung steht, ich selbst wenn ich nicht dort eingeloggt bin, die Supermarktkette weiß, wo ich im Laden bin. Einfach dadurch, dass mein Handy die ganze Zeit einen Ping sendet und fragt WLAN, wo bist du, wo bist du? Und mit ähnlichen Mechanismen operiert Amazon. Also sämtliche Läden sind eigentlich mit Kameras ausgestattet, sind mit WLAN ausgestattet und entsprechend feingliedrig lässt sich erkennen, wo sich die Kunden aufhalten, vor welchem Produkt sie wie viel Zeit verbringen, was sie letztendlich kaufen. Und natürlich weiß Amazon auch immer, wer ich als Kunde eigentlich bin. Dadurch lässt sich dann natürlich noch genauer nachher Werbung platzieren, es lassen sich noch genauer Produkte anbieten. Kommen wir nochmal zurück zum Wettbewerb um HQ2. Überraschenderweise hat dann Amazon irgendwann verkündigt, dass sie nicht ein, sondern zwei neue Hauptquartiere bauen wollen. Hatte ich ja eben schon mal erwähnt, und zwar in New York und in Washington. Und die versprochene Anzahl an Jobs von 50.000 sollte entsprechend auch geteilt werden, jeweils 25.000. Das wären die beiden Gebiete gewesen, in Arlington und in New York. Und in New York hat sich dann aber sehr schnell eine Gegenbewegung entwickelt, weil zum einen das Areal, das für Amazon dann zur Verfügung gestellt werden sollte, eigentlich vorgesehen war, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und natürlich auch, weil sich mittlerweile rumgesprochen hat, was Amazon eigentlich für eine Firma ist und was die so in Seattle für Folgen hatten. Und es gab einfach eine riesige Angst vor Aufwertung und Verdrängung in Long Island, wo mittlerweile aktuell noch eine relativ gemischte Bevölkerung wohnt. Und allein die Ankündigung, dass Amazon dorthin geht, hat sofort dafür geführt, dass Immobilienfirmen versucht haben, Immobilien aufzukaufen und Mieten zu steigen. Das Wall Street Journal sprach in diesem Zusammenhang von einer Prosperity Bomb, also von einer Wohlstandsbombe, die quasi dann an dieser Stelle explodiert wäre. Amazon hat sich dann auch zurückgezogen, hat dann irgendwann gesagt, okay, wenn ihr uns nicht wollt, dann kommen wir eben nicht. Kurz ein Zwischenfazit zu Amazon im Zusammenhang mit Stadtentwicklung. Wir können also feststellen, dass Amazon zum einen durch sein klassisches Online-Geschäft mitverantwortlich ist für die Funktionsentleerung und den Niedergang von Innenstädten. Wir sehen aber auch, dass Amazon neue, innovative Konzepte nutzt, aus dem Bereich stationären Handel, um dort die Logik des Internets, also Daten sammeln, in die reale städtische Welt zu übertragen. Wir sehen, dass Amazon keine Probleme damit hat, Städte gegeneinander auszunutzen und selbstverständlich jegliche Taktik nutzt, um Steuern zu vermeiden, um Subventionen zu erhalten und so weiter. Wir sehen auch, dass Amazon sich weigert, Verantwortung für seine negativen städtischen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit zu übernehmen. Zum Beispiel, wie wir gesehen haben, mit der Homeless Tax in Seattle. Man kann also konstatieren, Amazon sind die Städte relativ egal. Gleichzeitig braucht es aber die Städte als Ressource, wo die Mitarbeiter letztendlich wohnen, die Kreativen, die Innovativen, die bei Amazon arbeiten. Es braucht die Stadt als Markt, um seine Produkte zu verkaufen und letztendlich auch als Datenquelle, wie eben beschrieben, um noch feingliedriger Werbung machen zu können. Ein kurzer Sprung nach Berlin, denn diese Diskussionen kommen uns ja vielleicht durchaus bekannt vor. Im vergangenen Jahr ist Google von seinem Vorhaben im Umspannwerk in Kreuzberg einen Campus zu eröffnen zurückgetreten. Jetzt wäre es ein vergleichbarer kleiner Campus gewesen. Also Google hat immer gesagt, sie würden da vielleicht 10, 15 Mitarbeiter platzieren. Es geht nicht um 25.000 oder 50.000 wie bei Amazon.
Aber die Thematik ist letztendlich die gleiche. Es geht darum, dass eine Firma mit einer, sagen wir mal, durchmischten Reputation in einen innerstädtischen Bereich geht, der sowieso schon sehr stark von Gentrifizierung, von Aufwertung, von Verdrängung geprägt ist. Und das macht einfach Angst. Das macht Angst davor, dass sich die Preisspirale noch schneller dreht und dass die Leute, die diesen Stadtteil geprägt haben, ihn zu dem kreativen Nährboden gemacht haben, den die Firmen dort suchen, dass das letztendlich alles zerstört wird. Gegenwärtig wird sehr stark diskutiert noch eine andere Firma, diesmal aus Deutschland. Es geht um Siemens. Siemens hat angekündigt, dass sie ihren traditionellen Standort in Siemensstadt wiederbeleben möchte, quasi Siemensstadt 2.0. Wir erinnern uns, Siemens kommt eigentlich aus Berlin, ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach München gegangen, hatte in Westberlin aber immer Standorte und möchte jetzt also an seinen Stammstandort wieder investieren. Jetzt ist es aber so, dass Siemensstadt ein weitgehend vergessener Teil der Berliner Landkarte noch ist. Das heißt, es gibt relativ gemischte Sozialdaten, die Mieten sind noch vergleichsweise günstig. Und wenn Siemens jetzt dorthin geht, sind wieder mal ähnliche Effekte zu beobachten, wie wir sie halt auch an anderen Beispielen schon gesehen haben. Die genauen Pläne von Siemens sind dabei noch relativ unbekannt. Es geht immer um diese Summe, 600 Millionen Euro sollen dort investiert werden. Aber in was eigentlich genau, weiß man nicht. Es wird immer gesagt, ein Innovationscampus soll entstehen. Das Gebiet soll durchlässig werden, die Zäune sollen verschwinden, die Leute sollen sich frei auf diesem Gebiet bewegen können. Es gibt allerdings noch keine städtebauliche Planung, es gibt noch keine Architekturentwürfe und so weiter. Das soll dieses Jahr alles erst kommen. Was es allerdings schon gibt, sind Zusagen vom Senat. Auch hier hat sich die Stadt wieder vor dem Unternehmen relativ klein gemacht. So soll zum Beispiel die Siemensbahn wieder aufgebaut werden, was auch eine dreistellige Millionensumme kosten soll, so war in den Nachrichten zu lesen. Die Siemensbahn wurde ursprünglich mal von Siemens gebaut und von Siemens bezahlt. Jetzt möchte Siemens diesen Anschluss gerne wiederhaben, allerdings diesmal aus öffentlicher Hand bezahlt. Nun hat Berlin ja allerlei drängende Verkehrsprobleme und ein Ausbau des ÖPNV wäre sicherlich wünschenswert. Die Siemensbahn steht aber, was jetzt die Dringlichkeit angeht, nicht unbedingt an oberster Stelle. Es ist also durchaus fragwürdig, ob da eine dreistellige Millionensumme gerechtfertigt ist. Darüber hinaus hat der Senat noch Erleichterungen beim Denkmalschutz versprochen. Gut, da kann man darüber diskutieren. Und des Weiteren sind auch da viele Dinge noch unklar. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da hat jemand gesagt, Siemens sei ein Immobilienkonzern mit angeschlossener Technologiesparte. Das kommt wohl aus der Beobachtung, dass Siemens wie viele Technologiekonzerne mittlerweile einfach massiv ins Immobiliengeschäft einsteigen. Und auch hier bei den Plänen bei der Siemensstadt ist zu hinterfragen, wie viel von diesen 600 Millionen denn eigentlich tatsächlich in den Innovationscampus gehen und wie viel davon nicht vielmehr eine Investition in Immobilien sind. Denn es ist auch jetzt schon angekündigt, dass viele Gebäude wieder vermietet werden sollen. Die TU Berlin ist interessiert, verschiedene Startups sind interessiert, verschiedene Firmen haben schon Vorzusagen gemacht, dann in die Siemensstadt zu ziehen. Das heißt, was wir eigentlich sehen, ist ein klassisches Immobilienentwicklungskonzept, ja, was sich für Siemens durchaus auszahlt. Und dann ist erst recht zu hinterfragen, ob das noch mit städtischen Mitteln bezuschusst werden sollte. Zusammenfassend kommen wir also zu der Frage, sind Tech-Konzerne gute Nachbarn? Und ich würde an dieser Stelle vorläufig konstatieren, es sieht so aus, als ob nicht. Richard Florida hat dazu das Buch The Next Urban Crisis, The New Urban Crisis herausgegeben, in dem er von Winner-Take-All-Urbanism spricht. Er beschreibt darin einen Trend, dass es global gesehen immer mehr Gewinner- und Verliererstädte gibt. Es gibt einige Metropolen in dieser Welt, Berlin gehört dazu. In Europa sind das sonst sicherlich noch Barcelona, Amsterdam, London, weltweit Seattle, San Francisco, New York, die bekannten Namen. In diesen Städten siedelt sich immer mehr Kapital an, insbesondere aus dem Technologiebereich, weil einfach dort gerade das Geld vorhanden ist. Dieses Geld will investiert werden und es wird immer mehr in Immobilien, in Stadtentwicklungsprojekten investiert. Aber auch innerhalb dieser Gewinnerstädte sehen wir Gewinner und Verlierer.
diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, die sich die Mieten leisten können, die das Umfeld noch nutzen können, die auch die Preise in der Gastronomie beispielsweise noch zahlen können, die gehören sicherlich zu den Gewinnern. Alle anderen, die das nicht können, werden allerdings nach und nach verdrängt, können in der Stadt nicht mehr wohnen, müssen lange Pendlerwege auf sich nehmen. Die Geschichten sind ja bekannt. Das Ganze bedeutet aber, dass der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, in unseren Städten gefährdet ist. Und dieser Trend ruft danach, die Firmen an ihre Wirkung und an ihre Verantwortung zu erinnern und mit ihnen entsprechende Konzepte zu erarbeiten, in denen sie zum einen erstmal erkennen, was für Einfluss sie eigentlich auf die Stadt haben und dann zweitens nach Möglichkeit dementsprechend auch entgegenwirken oder am besten noch selber investieren, um diese Folgen zu minimieren oder sogar die Stadt positiv zu beeinflussen. Dazu gibt es ja in der Historie durchaus Beispiele. Zu Zeiten der Industrialisierung gab es eine ähnlich große Veränderung in den Städten. Damals war es die Montan- und Stahlindustrie, die die mittelalterlichen Städte völlig überformt hat. Und auch damals hat die Industrie irgendwann eingesehen, dass sie da was ändern muss. Dann sind Werkswohnungssiedlungen entstanden, die auch Krankenhäuser hatten, die Schulen hatten und so weiter. Und auch heute können wir schon sehen, dass Firmen ansatzweise wieder in diese Richtung denken. Ein kleines Beispiel, die Stadtwerke in München sind zum Beispiel hingegangen und haben ihre Flächen eruiert und haben gesehen, wo können wir denn eigentlich Werkswohnungen bauen, weil die auch mittlerweile das Problem haben, dass sie einfach keine Mitarbeiter mehr bekommen, die nach München ziehen würden, weil sich das niemand mehr leisten können oder man pendelt halt irgendwie anderthalb Stunden nach München rein. Ähnliche Konzepte sind natürlich auch mit den Tech-Konzernen denkbar. Allerdings ist hier auch immer ein bisschen Vorsicht geboten, weil natürlich dadurch auch wieder Einflussnahme auf Stadtentwicklungsprozesse entsteht. Wir haben ja jetzt schon konstatiert, dass den Firmen nicht unbedingt zu trauen ist. Abschließen möchte ich mit einem Zitat von David Harvey, Stadtgeograf und Marxist, der gesagt hat, wir bauen Städte, um darin zu investieren, nicht um darin zu wohnen. Und ich bin der Meinung, das muss sich dringend ändern. Wir müssen die Themen, die uns alle bewegen, die wir hier in Berlin wohnen, die wir auch aber in anderen Metropolen wohnen, lauter kommunizieren. Wir müssen verständlich machen, was dort für Effekte am Werk sind. Und eine Bewegung, wie sie im Bereich der Digitalisierung, im Bereich Netzpolitik bereits stattfindet, tut meines Erachtens auch für Städte Not, weil dort ähnliche Mechanismen am Werk sind. Städte, wie ich beschrieben habe, dienen immer mehr der Datenakquise, dienen immer mehr dazu, uns zum Produkt zu machen. Und dieser Mechanismus ist noch zu wenig verstanden. Es bedarf da noch weiterer Forschung und es bedarf da vor allen Dingen auch weiterem Aktionismus. Dass das funktioniert, haben wir ja gesehen in Berlin. Soweit sind wir jetzt schon. In Google. In Berlin war der Protest gegen Google relativ erfolgreich und hat eine ganz neue Diskussion in diesem Bereich losgetreten. In New York hat sich Amazon ebenfalls zurückgezogen. Und ich denke, dass wir ähnliche Diskussionen vielleicht auch in Hamburg oder in München oder in Stuttgart, Frankfurt auch mal führen sollten. Vielen Dank. We will not be able to do it.